Clay Sullivan sah aus dem Fenster des kleinen Cafés. Außer ihm war kein anderer Gast gekommen, also genoss er die Ruhe. Er musste schon einige Zeit gedankenverloren so gesessen haben, denn erst jetzt fielen ihm die verschmitzten Blicke der weiblichen Bedienung auf, welche hinter einem alten, abgenutzten Tresen stand. »Verdammt, was ist denn mit der los?«, fragte Clay erschrocken. Er musste so schnell wie möglich raus hier. Nachdem er einen unauffälligen Blick in Richtung Nervensäge geworfen hatte, stürzte er den Rest seines Kaffees herunter, legte das Geld einfach auf den Tisch und verließ fluchtartig das Café. Draußen angekommen, sog er gierig die kalte Abendluft ein, war es im Café doch ungewöhnlich stickig gewesen. Schon seit Tagen war Clay unruhig, bekam plötzlich Panikanfälle. Manchmal überkam es ihn wie ein kalter Schauer und er musste aus dem Haus rennen. Raus, einfach nur weg von allem, was ihm bekannt war. Manchmal konnte er die Erinnerungen einfach nicht aushalten. Clay musste vor kurzem durch die Lokalzeitung erfahren, dass sein Vater, Mr. John Sullivan, scheinbar gestorben war. In der Lokalzeitung hat es nur eine gewöhnliche Todesanzeige ohne jegliche Angaben einer möglichen Todesursache gegeben, denn Mr. Sullivan wurde von einem guten Freund bei der Polizei als vermisst gemeldet. Laut diesem Freund hatte er über 3 Wochen lang nichts von ihm gehört und das, ohne irgendwann vorher von ihm Bescheid bekommen zu haben. Zwar war Mr. Sullivan dafür bekannt, nicht sehr gründlich und korrekt zu sein, war er doch schon immer vergesslich gewesen. Als dann aber immer mehr Zeit verstrich, kamen erste Zweifel auf, ob Mr. Sullivan überhaupt noch auf dieser Erde weilte. Nach einem missglückten Versuch, Kontakt zu ihm aufzunehmen, fuhr eben dieser Freund mit einem Zweitschlüssel zu John Sullivans Haus. Johns Frau war wie auch sein Vater vor knapp einem Jahr verstorben. Mr. Sullivan hatte alleine in dem viel zu großen Haus gelebt. Kurz nachdem sein Freund der absurde Gedanke, John wäre einfach durchgebrannt und hätte das Land verlassen, aber seine Gedankengänge wurden sofort über den Haufen geworfen, als er dessen Geldbörse auf einer kleinen Ablage fand. Sie enthielt Personalausweis, Bankkarte und einige Geldscheine im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Clay zuckte zusammen, als er den Donner hörte. Er legte sogleich einen Zahn zu, denn er musste dringend den nächsten Bus nehmen, besonders wenn es gleich anfangen würde zu regnen. Clay überlegte, warum er eigentlich so viel wusste. Hatte er in letzter Zeit nicht öfters Gedächtnislücken gehabt? Er wusste es nicht. Glücklicherweise bekam er den Bus und bereitete sich schon auf eine langweilige, dreiviertelstündige Busfahrt und einem ca. 30-minütigen Fußweg von der Haltestelle zu seinem Haus vor. Wäre da nicht dieser Mann gewesen? Der Bus an sich war leer, nur der Fahrer. Er und dieser Mann. Er war ganz plötzlich dort. Clay hatte ihn nicht einmal einsteigen sehen. Das war auch logisch, da es keine anderen Fahrgäste außer ihm gab und sich normalerweise nicht viele Leute um diese Uhrzeit hier draußen auf dem Land rumtrieben. Somit gab es keinen Grund für den Busfahrer anzuhalten. Während Clay sich noch fragte, was zum Teufel dieser Tag für ein Problem mit ihm hatte, saß der seltsame Mann auch schon neben ihm. »Hi«, sagte er mit einem Lächeln, welches Clay sofort als falsch enttarnt hatte. »Ich bin Vincent. Kann es sein, dass wir uns irgendwoher kennen?« Clay dachte nach. Er hatte es als kleines Kind geliebt, fremden Leuten Lügengeschichten über sein Leben zu erzählen, nur so zum Spaß. Aber in diesem Fall, so schien es, wäre es vielleicht sogar sicherer. Der Fremde, nein, Vincent, kam ihm mehr als seltsam vor. Etwas an ihm war besonders seltsam, doch es wollte Clay einfach nicht einfallen. Also sagte er, um die nun schon fast peinlich gewordene Stille zu unterbrechen, also ich heiße Markus. Markus? Nicht im Ernst, dachte Clay. Warum musste er ausgerechnet den Namen nehmen, den er damals für seinen imaginären Freund ausgewählt hatte? Er hatte früher viel Spaß mit Markus gehabt. Sie hatten zusammen in Comicbüchern gelesen, waren in den Park gegangen und hatten zusammen geschaukelt oder einfach nur bei Clay zu Hause ferngesehen. Ihm fielen wieder die verstörenden Blicke der Leute ein, welche ihn mit Markus zusammen schaukeln gesehen hatten. Damals hatte sich Clay keine Sorgen darum gemacht, doch heute kam selbst ihm das Bild einer zweiten, leeren Schaukel, die sich im Takt mit seiner bewegte, grotesk und gruselig vor. Jetzt war er sich nicht mehr so sicher, ob sein imaginärer Freund damals, »Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit, muss gleich aussteigen. Verzeihen Sie, ich wurde gerade von unangenehmen Erinnerungen eingeholt.« »Wie bitte war gleich Ihr Name?« »Vincent«, knurrte dieser augenrollend, fuhr Clay gefasst fort. Was bringt sie dazu, eine fremde Person in einem leeren Bus um exakt 22.25 Uhr in der Nacht anzusprechen? Der Bus stoppte abrupt. Vincent musste auf den Knopf gedrückt haben. Er warf Clay noch einen letzten Blick zu und sagte mit einem gefährlichen Lächeln, »Dinge.«
Dann ging er, als wäre nichts gewesen, durch die Tür nach draußen. Clay sah ihm nach, bis er vollends in der Dunkelheit verschwunden war. Er war mehr als verstörend. Dieser Mann war das Unheimlichste, was er in letzter Zeit gesehen hatte. Und normal war er ebenfalls nicht. Diese Augen, sie hatten ihm am meisten Angst eingejagt. Zwar hatte er sie durch die schwarzen Haare, die teilweise sein etwas kantiges Gesicht verdeckt hatten, nicht sehr gut erkannt, aber das, was er gesehen hatte, ließ ihm einen Schauer über den Rücken laufen. Kleine, rotleuchtende Pupillen, die ihn aus einem unergründlich tiefschwarzen heraus angestarrt hatten. Ihn fixiert, beobachtet und auf ihn gelauert hatten. Clay war sich vorgekommen, als wäre er ein Hase, welcher vor einem Fuchs wegläuft, als er in diese Augen geblickt hatte. Vincent schien regelrecht amüsiert zu sein. Clay spürte förmlich, wie dessen stechender Blick ihn verhöhnt hatte. Und diese Tatsache machte ihn mehr als wütend. Ganz davon abgesehen hatte Vincent ihm den Tag dadurch ruiniert, dass er Clay an seine Kindheit und somit auch wieder an seinen Vater erinnert hatte. Sein Vater. Eigentlich dachte Clay, er hatte seinen Vater immer sehr lieb gehabt. Sie hatten früher viel unternommen. John Sullivan, so dachte Clay, war im Grunde genommen ein guter Vater gewesen bis... Ja, bis er 20 Jahre alt wurde und nur kurze Zeit später von zu Hause auszog. Denn von da an hatte Clay sein Leben selbst in die Hand genommen und die Richtung, die er sogleich einschlug, gefiel seinem Vater ganz und gar nicht. Alltagsbegleiter? Hatte er damals ausgerufen. Mit solch einem Unsinn brauchst du gar nicht erst bei uns ankommen. Den Dreck, den die alten Leute machen, werden schon diese billigen Pfleger beseitigen. Mit diesem Satz war sein Vater für Clay gestorben. Such dir gefälligst einen vernünftigen Beruf, so etwas wie Bürokaufmann. Wirst du jedoch an deiner Entscheidung festhalten, wirst du auf keinen Fall auf unsere Unterstützung hoffen können. Wir sind mehr als enttäuscht von dir, fügte er noch hinzu, bevor er wutschnaubend das Haus verließ und dabei fast die Tür aus den Angeln warf. Clay hatte noch einige Zeit geschockt auf dem Sofa gesessen. Er schnaufte verächtlich. Mit wir hatte sein Vater sich und Clays Mutter gemeint. Da sie sich schon immer aus allem rausgehalten hatte, konnte Clay auch dieses Mal nicht auf sie zählen. Von diesem Zeitpunkt an hatte Clay eine Wut auf seine Eltern, wie er sie noch nie verspürt hatte. Dazu kamen mit der Zeit Hass und Missgunst. Irgendwann waren seine negativen Gefühle so groß geworden, dass er sich nicht mal wünschte, seinen Vater tot zu sehen. Für seine Mutter allerdings konnte er ein wenig Verständnis aufbringen. Sie hatte schlicht und ergreifend Angst vor ihrem über die Jahre cholerisch gewordenen Ehemann, der auch bald vor Gewalt nicht zurückschreckte. Somit dachte Clay immer öfter daran, wie es wäre, seinen Vater tot zu wissen. Manchmal, wenn ihn niemand hören konnte, sprach er sogar leise Flüche aus, die gegen seinen mittlerweile so verhassten Vater gerichtet waren. Seltsamerweise, dachte er, war jedes Mal »Oh, verdammt«, rief Clay aus, nachdem sein Blick auf der Anzeigetafel hängen geblieben war, 2 Stationen zu spät. Er hämmerte wie verrückt auf den Knopf, damit der Busfahrer auch nicht noch an der nächsten Station vorbeifuhr. Das Fahrzeug hielt. Clay schwang sich von seinem Platz und sprang förmlich aus der geöffneten Tür. Er konnte das Kopfschütteln des Fahrers im Spiegel nur erahnen. Hatte Clay doch schon immer über diese Gabe verfügt, sich bei völlig fremden Leuten sofort ein schlechtes Image zu verschaffen? Er musste sich erst einmal sammeln. Vincent und diese ganzen Erinnerungen waren etwas zu viel für ihn gewesen. Er starrte die Straße hinunter, dessen pechschwarze Dunkelheit nur ab und zu von einer schwach leuchtenden Straßenlaterne erhellt wurde. Er wollte sich gerade schlecht gelaunt auf den Weg zu seinem ziemlich abgelegenen Haus machen, als er eine plötzliche Bewegung unter einer nahen Straßenlaterne wahrnahm. Es war eine Art Schattengestalt, aber sie bewegte sich flach auf dem Boden. So wie ein gewöhnlicher Schatten, aber halt. Bewegen? Clay sah noch einmal genauer hin. Doch der ungewöhnliche Schatten war verschwunden. Er hätte schwören können, dass ihm aus Richtung Schatten 2 kleine, rotleuchtende Punkte angriffslustig angestarrt hatten. Doch Clay wollte sich ungern weiter über so einen Unsinn den Kopf zerbrechen. Sein Gehirn war schlicht und ergreifend übermüdet. Es war schließlich mittlerweile 23 Uhr in der Nacht und er würde erst gegen ungefähr 24 Uhr zu Hause sein. Clay schritt also die leere Straße entlang und dachte noch einmal über den heutigen Tag nach. Seine Gedanken blieben irgendwann bei der Wut auf seinen Vater hängen. Immer, wenn er Flüche laut ausgesprochen hatte, konnte er jedes Mal aus einer Ecke seines Hauses knacken oder rascheln hören. So, als würde sich ein unsichtbarer Besucher bewegen, um einen besseren Blick auf Clay zu haben. Damit er ihn beobachten konnte, schoss es ihm durch den Kopf. Schnell schüttelte er diesen Gedanken ab. Er hatte sich heute schon genug gefürchtet. Also verbrachte Clay den Rest des Weges damit, vor sich auf den Weg zu starren, um nicht zu stolpern und hinfallen zu müssen.
Als er endlich zu Hause angekommen war, rannte er sofort ins Badezimmer, um noch eine kurze Dusche zu nehmen. Diese Nacht war nun sowieso für ihn gelaufen. Eine Stunde länger wach zu bleiben, würde jetzt auch keinen großen Unterschied mehr machen. Während er noch in der Dusche stand, hörte er plötzlich eine Stimme. Aber es kam ihm so vor, als wäre sie nur in seinem Kopf gewesen. Da Clay nicht verstanden hatte, was die Stimme gesagt hatte, schenkte ihr keine weitere Beachtung und schloss die Augen, um ein wenig das warme Wasser zu genießen. Urplötzlich fiel ihm wieder Markus ein und die seltsamen Dinge, die passiert waren, seit Markus damals angefangen hatte, sich unnormal zu benehmen. Da keiner von Clays Fantasiefreund wusste, wäre folglich auch niemand auf die Idee gekommen, dass er etwas mit den Vorkommnissen zu tun haben könnte. Sie wären auch andernfalls nie auf die Idee gekommen, dachte Clay lächelnd. Markus war nun mal ein Fantasiefreund gewesen, nichts Reales, nichts, was man hätte anfassen können. Kopfschüttelnd trat Clay aus der Dusche und wäre vor Schreck fast umgefallen. Dort im Spiegel, das war definitiv nicht er, den er mit weit aufgerissenen, blutunterlaufenden Augen und einem verrückten Grinsen erblickte. »Hallo, Clay«, sprach das Spiegelbild mit einer Stimme, die einem Psychopathen hätte gehören können. »Erinnerst du dich?« »Ich bin es, dein alter Freund Markus.« Das Spiegelbild klang fröhlich, beinahe wie ein kleines Kind, welches sich freute, einen lang vermissten Bekannten wiederzusehen. Ungläubig beäugte Clay das Ding, das dort im Spiegel angefangen hatte, geisteskrank zu lachen. Es war Vincent, der unheimliche Mann aus dem Bus. Eigentlich sah er so aus, wie Clay sich Markus als jungen Erwachsenen vorgestellt hätte. Nein, halt. Es war Markus, der ihn aus dem Spiegel heraus anlachte. Nur war er jetzt so alt wie Clay selbst. 28 Jahre. Immer noch schwarzes, halblanges Haar und rot leuchtende Augen, die Clay wie ein Beutetier fixierten und darauf aus waren, ihn zu holen. Koste es, was es wolle. Erinnerst du dich, als wir damals fremden Leuten Lügengeschichten über unser Leben erzählt und einen anderen Namen gesagt haben? Kicherte das Ding, welches von Clay verstört beobachtet wurde. Allerdings erinnerte er sich, Clay fiel wieder alles ein. Nicht nur die schönen Dinge, die er und Markus damals unternommen hatten, auch jene Dinge, zu denen Markus ihn erst ewig hatte überreden müssen. Jedes Mal, wenn Clay endlich eingewilligt hatte, wurde ihm für eine kurze Zeit schwarz vor Augen und er wachte zu Hause in seinem Bett auf. Immer wenn dies geschah, gab es einige Zeit später eine Nachricht über ein seltsames Ereignis in der Nachbarschaft. Anfangs waren es nur Kleinigkeiten. Das erste Mal wurde die Katze eines befreundeten Nachbarn erschlagen, unter einem Busch in dessen Vorgarten aufgefunden. Daneben lag ein großer Stein. Ein anderes Mal wurde der 3 Jahre alte Sohn der Abercrombies in einem kleinen Waldstück gefunden, ebenfalls erschlagen. Irgendwann wurde dann die Leiche von dem Vater des kleinen Jungen gefunden und Clay wurde trotz seinem Alter von 8 Jahren klar, dass Markus nur darauf aus war, zu morden. Von da an ignorierte Clay den aggressiven Jungen, welcher Tag für Tag auf ihn einredete, ihn anschrie und ihn nachts im Schlaf beobachtete. Es hatte ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis Markus eines Tages verschwunden war. Anfangs war Clay erleichtert, er konnte endlich sein Leben normal weiterleben. Soweit stimmte das auch, das einzige Problem war das ständige Gefühl, beobachtet zu werden. Doch solange es keine weiteren Vorfälle gab, war Clay zufrieden. In Gedanken versunken, hatte er gar nicht mehr an das hysterisch lachende Abbild Markus vor sich im Spiegel gedacht. Er blickte auf, doch Markus war verschwunden. War das alles doch nur eine schreckliche Illusion gewesen? Warum fühlte er sich plötzlich so seltsam? Und wo? Ja, wo um alles in der Welt war eigentlich sein eigenes Spiegelbild? »Hatte ich dir nicht damals versprochen, dass wir für immer eine Menge Spaß zusammen haben werden?« Markus' Stimme hallte durch Clays schmerzenden Kopf. »Sieh im Keller nach und du wirst dich erinnern. Du wirst dich sogar freuen.« Willenlos wurde Clay von der Stimme in seinem Kopf gesteuert, ging in den Keller, stieg die Treppe hinab und lief den schmalen Gang entlang, bis er vor einer dunklen Holztür stehen blieb. »Worauf wartest du noch?« rief Markus' schrille Stimme freudig erregt. Clay öffnete die Tür. Ein süßlicher Gestank kam ihm entgegen. Dort auf dem Boden lag die halb verweste Leiche seines Vaters. »Ist das nicht toll?« fragte Markus begeistert. »Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich habe ihn zusammen mit deiner Hilfe getötet.« »War es nicht das, was du wolltest?« Geschockt blieb Clay auf der Türschwelle stehen und starrte auf die Leiche seines Vaters, John Sullivan, bevor er mit einem tiefen Gefühl der Befriedigung lächelnd die Tür schloss.
Komm, sagte Markus, der mittlerweile neben Clay die Treppe hoch zurück ins Haus lief. Ich werde dir noch viele wundervolle Dinge zeigen.